Einen wunderschönen guten Silvestermorgen aus Agoritschach. Ich bin gerade auf dem Weg ins Dreiländereck und zwar ist dort oben auf dem Berg praktisch die Grenze zwischen Österreich, Slowenien und Italien. Ich kann also mit beiden Beinen in zwei verschiedenen Ländern stehen und mit beiden Armen nochmal in zwei verschiedenen Ländern. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, heute ist Silvester. Herrlich Sonnenschein. Ihr seht, ich habe blauen Himmel hier oben und muss mich aber ein bisschen beeilen. Meine Freunde, die wohnen dort hinten, die warten mit der Silvesterparty dann auf mich. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Video. Heute sieht man den Dobratsch wieder richtig gut. Ich habe auch ein Foto, wo man die Kirche sieht. Die ist genau oben auf der Ecke. Von hier aus sieht man sie nicht so gut. Und den Zehner Nock, den sieht man, ich fahre mal so ein bisschen rüber, da. Bis dahin sind wir gestern, also praktisch im letzten Video, gewandert. Im Dunkeln mit Schneeschuhen. Ja, ich bin jetzt am Skigebiet angekommen. Und jetzt wandere ich dran vorbei, bis da oben, wo die Sonne scheint. Ich habe mich umentschieden. Schaut mal, ich fahre Bergbahn. Auf geht's! Weil so wenig Schnee ist, ist die Talabfahrt gesperrt. Ich weiß gar nicht, der ist einfach wahrscheinlich mutig und hat die Sperre durchbrochen. Aber es ist echt, schaut mal, die Piste, das pure Eis und nicht mehr schön. Da sind noch ein paar Skitourengänge. Die gehen mit Schneeschuhe hoch. So, jetzt wird es gleich steil. Gleich bin ich oben und ich sehe schon die Sonne kommen. Und das ist meine Richtung. Das ist auch eine Baude, kann man leckere Sachen jausen. Sind auch einige Leute drin, aber ich muss jetzt erstmal zum Wegweiser und schauen, wo in welche Richtung ich gehen muss. Allerdings sehe ich da hinten auch wieder einen Wegweiser. Mal sehen, ob es die richtige Richtung ist. 603, das ist mein Weg. Oh, ich habe Schatten hier. Da muss ich lang. 603. Jetzt gehe ich wieder rechts an der Skipiste vorbei und dort, das seht ihr nicht, oder? Wartet mal. Da steht der nächste Wegweiser. Wahrscheinlich muss ich da hoch. Ich bin jetzt auf 1420 Metern Höhe. Und der Sauerstoff wird schon wieder knapp für mich als Flachland-Tiroler hier. Aber schaut mal, es ist so genial, herrlich. Ich habe es geschafft. Ich bin oben. Die Sirene geht. So, ich stehe in Italien. Die Karawanken sind dort zu sehen. Die Sonne, klar, aus dem Süden. Jetzt ist Mittagszeit. Und jetzt gehe ich mal schnell nach Österreich zurück. Ich bin zurück in Kärnten. Ihr seht den Dobratsch. Und jetzt gehe ich nach Slowenien. Ich bin in Slowenien angekommen. Hier liegt tatsächlich noch ziemlich viel Schnee. Fast knietief sinkt man hier ein.
Dort unten sehe ich jetzt Kranjska Gora in Slowenien, wo ich vor 3 Tagen war. So, hochgekommen bin ich dort drüben und jetzt will ich hier diesen Wanderweg durch den Wald bergab gehen. Die Fahrt hier hoch mit dem Lift hat übrigens 17 Euro gekostet und mit zusätzlich dem Gutschein für Kaffee und Kuchen, also habe ich da 19 Euro bezahlt. Momentan bin ich übrigens in Slowenien. Da steht das Schild Staatsgrenze, das heißt, der Lift ist in Österreich. Es ist jetzt Silvester gegen 1 und es sind kaum noch Leute hier. Das ist hier eine Piste. Da drüben, da fahren auch vereinzelt ein paar Skifahrer. Aber ihr seht, auch auf dem Lift sitzt keiner mehr. Und da oben sind auch nur noch vereinzelt ein paar verirrte Skifahrer und da genauso. Also große Empfehlung, Silvester hierher, nachmittags ist tote Hose. Ui, von dort oben komme ich. Sieht jetzt von hier aus viel steiler aus. Jetzt hole ich mir meinen Kaffee und mein Stückchen Kuchen ab. Rindsgulasch mit Knödel. 16 Euro. Da sieht man die Pisten. Vor Kuchen und Kaffee gibt es noch eine kräftige Gulaschsuppe. Mmh, lecker. Das ist jetzt Kaffee und Kuchen, wofür ich unten 2 Euro mehr bezahlt habe. Die hat sich noch entschuldigt für den Donut. Normalerweise gibt es richtigen Kuchen, aber gut, besser als gar nichts. So, mein Kuchen habe ich aufgegessen, da war das. Und jetzt steige ich hier nochmal hoch und jetzt wird es langsam wieder wolkig. Da kommen jetzt die ersten Wolken und der Wind auch. Aber trotzdem sehr schön. Ich bin wieder unten angekommen. Hier ist der Parkplatz vom Skigebiet. Es ist Silvester 22, 15 Uhr in etwa. Und ja, ich gehe jetzt zurück nach Agoritschach. Dann packe ich meine Sachen und dann beschließe ich noch mit meinen Freunden, was wir jetzt noch zu Silvester machen. Und tatsächlich muss ich ja übermorgen wieder arbeiten. Daher werde ich direkt nach dem Anstoßen, also gegen 1 Uhr, schon Richtung Heimat fahren. Ja, ich hoffe, die Zeit hier hat euch auch gefallen und ihr gebt mir einen Daumen hoch für mein Video und ansonsten wünsche ich euch ein gesundes und glückliches 2023, genauso wie ihr es euch wünscht. Dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Ciao. Ein letztes Mal Blick auf den Dombrač und so ein geniales Wetter. Mega. Ja.
Kurz vor Mitternacht sind wir dann nach Velden an den Wörthersee gefahren und konnten dieses wunderbare Feuerwerk genießen. Wer erkennt es im Hintergrund? Das Schloss am Wörthersee.